So, da sind wir wieder bei 2-2 und wir sind immer noch in diesem Baumhaus unterwegs. Gehen jetzt durch dieses Einwegtor und haben schon wieder mal mit diesen halbnackten, halbstarken Goblins zu tun. Da oben ist ein Goblin-Bogenschütze und da sind noch mehr von diesen halbwilden Berserker-Goblins. Die einzufrieren ist toll. Mit dem Doppelschuss können wir sie auf einmal einfrieren. Ich höre noch seinen Bogenschützen da oben. Edge Badge. Oh. Tja, mein Bogen ist mächtiger als deiner. So, Erfahrung, alles eingesackt. Und dann darf Pontius mal den Hammer rausholen und hier das Mobiliar zerdeppern. So. Kann Soja da durchschießen? Ja, kann sie. Sehr schön. Wow, das nenne ich mal einen bösen Raum. Wow, schnell hier hoch. Okay, der spuckt immer neue Kisten aus. Der Eisenklotz da oben. Ist gut zu wissen, wenn wir Kisten brauchen. Das sieht nach einer Rutschpartie aus. Nein, das ist eine Drehbrücke. Und ich kann mir, glaube ich, schon denken, für was wir die Kisten brauchen. Okay. Das Feuer da gefällt mir nicht so sehr. Stimmt, Secrets gibt es ja hier auch noch. Und wie kommt man an dieses Secret ran? So definitiv nicht. Ja. Ganz schnell hier wieder weg. Das hier ist eher ein großes Problem. Wo war der letzte Checkpoint? Ich muss Pontius wiederbeleben. Der ist da ganz hinten, oder? Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall einer. Okay, ich will an diese Truhe ran. Die Frage ist nur, wie. Wow. Also Brücke bauen geht definitiv nicht.
sich da drüben irgendwo festkrallen geht auch nicht. Ach, hier ist ja auch ein Checkpoint, sehe ich gerade. Sag mal, geht du nicht. Du musst erstmal nach oben, dass ich hier Platz durch habe. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Nein, der bleibt da hängen. Also nee, das hier ist eine ziemlich komplizierte Ecke. Du erstmal wieder weg. Das müssen wir uns nämlich erstmal wieder hier rüber. Oder? Wow, das war knapp. Schwingen. Und uns hier eine Kiste holen. Die einfach darüber. Und die am besten auch gleich. So. Jetzt brauchen wir die Kiste da unten. Genau. Und hier aufgespießt. Jetzt hat Soja was, womit sie sich rüberhageln kann. Wow. Aber ansonsten geht's noch, oder? Na? Na? Ja. Ich glaube, das Secret muss ich ignorieren, weil ich jetzt hier wahrscheinlich eingesperrt bin. Oder auch nicht. Mal ganz ehrlich, ich kapiere nicht, wie ich da rüberkommen soll. Pontius kann die Dinger nur irgendwo hin ablocken. Das bringt mir auch nicht gerade viel. Nö. Irgendwie gegenschlagen kann ich auch nicht. Und so eine lange Brücke kann ich nicht bauen. Wow, wow, wow. Nein, verbrennen will ich mich auch nicht unbedingt. Das Ding kann ich auch nirgends hinschieben. Damit kann ich nur die Blasen kochen.
uns auch nicht wirklich was bringt, außer ein anderer Weg nach da oben. Aber nee, dann lasse ich das Secret da unten mal stehen, weil ich weiß ehrlich nicht, wie ich da rankommen soll. Gehen wir lieber hier weiter. Goblin. Gibt's hier unten was? Ja. Nein, so ist das nicht gedacht. So, wohl eher. Hopp. Genau. Und jetzt wieder. Ups. Na. Dankeschön. Und da kommen sie von oben. Halten sich für ganz toll. So, zwei auf einmal. Die nächsten werden auch gleich bedient. Du kommst auch gleich runtergesprungen. Hier gibt's einen Nachschlag. So, noch einer, der was will. Ja, ich höre auf jeden Fall noch einen lachen. Okay, ein Punkt reicht für nichts. Jedenfalls für nichts, was ich gerne hätte. Jetzt komme ich da nicht mehr dran, oder? Nö. Oder gibt es hier irgendwo noch was, um das wieder hochzuziehen? Scheint nicht der Fall zu sein. So, das hier einfach mal einschlagen. Da muss mal wieder der Zauberer ran. Nein. Hier nicht, sondern einfach hier zwei Kisten übereinander. Genau. Das wieder kaputt machen. Damit er die bin. Hier hoch und weiter. Okay, das hier sieht auch wieder ziemlich krass aus. Aber da drüben ist eine Truhe, an die ich rankomme. Und hepp. Was haben wir hier? Wieder mal ein Sammelgedicht. Meine Schwester besonders. Ist nett und so fein. Morgen wird gefeiert. Auch ich werde 9. Immer solche Gedichte mit der Zahl 9 oder 8. Na? Na, hier scheint es nichts zu geben, außer eine kleine Kammer mit noch 2 Erfahrungsfiolen und ein Trampolinsofa. Gut, dann geht's hier wohl weiter. Oh, wieder ein Zerg. Das war mal einer. Der ihrer Mama will ich nicht unbedingt begegnen. Okay, der Zerg spuckt. Der Zerg hat gespuckt. Wieder da hoch. Und darüber. Ach man, mit den Kanonen ist es unfair. Hier unten ist nichts.
Und da hinten bewegt sich was. Uah. Direkt in die Stachel. Uah. Okay, gegen die Stacheln kann ich ja was unternehmen. Einigermaßen. Nur gegen die Kanone nicht. Okay, da sollten wir besser zum letzten Checkpoint zurückgehen. Die Diebin brauche ich. Für diese Aktion hier garantiert. So, und hoch. Jetzt aber. Geschafft. Und da hoch. So. Gegen die Stacheln kann ich auch was unternehmen. Und runter. Und nächster Checkpoint, an dem ich jetzt mal einen Cut mache. Bis gleich.